Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Dretsch wird nicht nur das nächste Fischschrein-Rätsel gelöst, sondern unser Fischerlein ist auch sonst recht fischerfleißig. Los geht's! So, wir wollen Haie fischen. In den Gewässern der Markstädte. Der Bronzehai ist bekannt, aber angeblich gibt es dort noch eine andere Haiart. Und das ist die, die noch fehlt für den Haischrein in der Nähe des Sternenbeckens. Mal checken, vielleicht sehen wir hier ja schon irgendwas. Ne, Makrelen. Fernrohr, runter. Irgendwas Abyssales. Der Seegang ist suboptimal. Segelfisch, dahinter wäre wichtig. Da fehlt mir noch eine Anomalie. Wo war der jetzt? Oh, das finde ich ja nie wieder. Vergesst es. Irgendwo gab es einen Segelfisch. Oh. Ja, schon ziemlich spät, ha? Nee, dann lieber Tempo zurück zu den Marktstädten. Ich will erstmal auskundschaften, wo die Bronze, nein, die unbekannten Haie überhaupt sich tummeln. Ich weiß das ja von. Bei den Felsen der Markstädte, da gab es immer so eine Fischstelle für den Bronzehai. Hier vorne irgendwo. Den würde ich dann erst mitnehmen. Genau hier unten. Wenn ich einen anderen habe. Ne? Ach, eine Aal-Anomalie, das ist alles egal. Ach so, Kleinmarkhändler. Der kann uns wieder ein bisschen den Frachtraum leer machen am nächsten Tag. Das ist richtig. Oder wir machen das noch in dieser Nacht, an diesem Tag. Oh, die Leuchtturmwächterin kommt am Dock auf dich zu. Sie sieht dich fragend an. Wir schauen fragend zurück. Du musst jetzt schon fast alle Inseln einmal besucht haben. Hast du gefunden, wonach du suchst? Ich fische nur. Sie schreckt bei dieser frechen Lüge zusammen. Warum misstraust du mir so? Weil du gibst mir keinen Grund, dir zu vertrauen. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Du hast mich dumm angemacht. Und drückst dich nur in Rätseln aus. Das hast du getan, um das zu verdienen. Sie wendet sich von dir ab, schüttelt den Kopf und murmelt etwas in sich hinein. Dann geht sie zurück zum Leuchtturm. Ich weiß auch genau, wie sie auf mich zukam. Hier, deinesgleichen ist hier nicht erwünscht. Ja, sowas kommt von sowas. Dumme Kuh. Echt, ey. Ich hab mich gefressen. So. Nee, ich habe ja gar nichts zu machen. Lager. Das. Ich weiß, dass ich das auch in Kleinmarkt machen könnte, aber es ist ja irgendwie stimmiger, wenn ich das hier tue. Das, du gehst zurück. Das würde ich verkaufen. Das und das. Das noch. So. Genau, das geht alles weg. Ach, den Segelring verkaufen wir jetzt auch. Komm, zack. Hab keinen Platz in meinem Lager. Händler. Ah, hier. Bei der Auszahl mache ich auch Ha. Bares für Rares. Eine Errungenschaft. Schön. Und dann können wir hier ja eigentlich schlafen. Aber nicht so lange. Das reicht. So, rund um die Marktstätte gibt es angeblich irgendwo noch eine H.
Haifischstelle. Ich wüsste zwar nicht wo, aber wir werden sie finden. Ach so, weiß ich denn, ob dieser... Weiß ich, ob der unbekannte Hai, den ich suche, ob der Tag oder Nacht aktiv ist? Das war doch direkt neben dem Bronzehai. Ja, gar nicht lange suchen, ne? Da. Ach, der ist nachtaktiv. Ach, deswegen habe ich den noch nie gesehen. Das ist total doof. Ja, Gerümpel. Also wenn ich jetzt hier nicht zufällig irgendwo in nächster Nähe entdecke, dann ist diese Nacht jetzt hier natürlich nicht sehr erfolgreich. Wenn es darum geht, diesen unbekannten Hai zu fangen. Ja, hier also diesem Becken zwischen Kleinmach... Ah, da! Da ist er! Richtung Schwarzfelseninsel. Okay. Trick 17. Dematerialisieren. Das müsste doch hier in der Nähe sein, richtig? Da. Ach, die Stelle, wo tagsüber der Bronzehai ist, ist nachts ein anderer Hai. Egal, das kriegen wir hin. Dich schaffen wir. Muss doch nur einen von dir angeln. Haha. Es ist ein Schwarzspitzenriffhai. Diese Fische sind bei Tage völlig untätig und gehen erst auf die Jagd, wenn die Sonne sinkt. So, jetzt habe ich hier. Es ist aber schon tagsüber, oder? Das ist hier der Bronzehai? Ja. Genau, der ist genau andersrum gebogen. So, dann haben wir es für diesen Fischschrein. Okay. Ich muss in genau diese Richtung. Ein bisschen weiter da lang. Dann gucken wir mal. Tempo. Die Spannung steigt. Was werden wir bekommen? Ein paar Tiefseesocken oder sowas vielleicht? Halten warm bei Nacht. So. Du bist ja wohl der da. Und du bist dann ja wohl der da. Ha! Richtig, natürlich. Du lässt die vier Haie in die Spalten gleiten und sie verschwinden in der Tiefe. Wenige Augenblicke später steigt etwas an die Wasseroberfläche. Was ist denn das für eine morbide Angel? Es ist ein Eingeweidekran. Ein verräterisches Gerät. Er baut in der Tiefe. Es wird seinesgleichen an die Oberfläche zerren. Okay. Es ist Abyssal Hadal. Aber ich habe da hier was, das macht mir plus 82% und das hier macht mir nur plus 55%. Ist jetzt nett gemeint, aber nicht nett gemacht. Achso. Ich möchte es erstmal nur irgendwie im Lager haben. Oder? Habe ich es jetzt im Lager? Ach, sorry, schlimm, wenn ich es nicht habe. Der Rachen der Tiefe war gut, weil so einen guten Krabbenkorb habe ich sonst nicht, aber der Rest jetzt hier. Okay, wir haben... Ach so, ich bin ja eigentlich ein auf Inselerkundungstour. Die Insel hier unten und die da. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich da schon überall in jeder Ecke gewesen bin. Deswegen... Tja, deswegen was? Die da, gucken wir uns die an. Dann nochmal diese Croissant-Insel.
War das die Insel? Das war die mit dem Symbol im Sand, richtig? Genau, da habe ich die, ja, richtig. Um die Croissant-Insel bin ich aber noch nicht komplett rumgetuckert. Das ist wahrscheinlich pure Zeitverschwendung. Trotzdem gönne ich mir das. Da war jetzt nichts, was meine Aufmerksamkeit wert wäre. Ja. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Basaltsäulen hier und da, aber das war ja bisher noch nie besonders interessant. Oh, da ist eine Anomalie. Was denn für eine? Ach, brauchen wir nicht mehr. Ja. Also, diese Inseln hier, die habe ich jetzt alle. Die wären als nächstes dran. Die kann man... Ah, das ist irgendwie alles gleich weit weg. Wir tuckern wieder zum Sternenlicht-Ponton. Da wird geschlafen und dann am nächsten Morgen werden diese Inseln da angeguckt. Das ist gar nicht so schlecht hier. Dieser Kurs. Jetzt geht mir die Lampe aus. Das ist ja so ein Ding, wo man das Tiefseefisch. Habe ich den schon? Die Anomalie? Ich glaube nicht. Ey, komm schon. Hallo? Also, der will ja wohl gar nicht. Ah! Ein Dämon-Tiefsee-Bartelfisch. Hautfetzen hängen ihm wie Spinnweben von den Flossen. Die freiliegenden Muskeln sind übersät mit winzigem weißen Gewürm. Da unten ist ja was los. Kann ich eigentlich mein Licht wieder anmachen, wenn es nachts ausgeht? Ganz doof? Ja, kann ich. Das Auge schon wieder in Hochform. Wo müsste ich denn eigentlich lang? Am besten da rein und um die Ecke fahren. Ah ja, das ist dieses Strandressort hier. Hier so eine Krabbe, war die immer schon hier? Die war doch sonst woanders, oder? Wow. Wären das mehr oder wären das... Oder wechselt die ihren Platz? Oh, das Auge dreht gleich durch. Panik! Schlaf doch, das ist alles wieder gut. Achso, Fischmarkt. Solange es frisch ist. Weg. Schlafen. So. Okay. Ich habe gesagt, wir wollen uns diese drei Inseln anschauen. Dann mal los. Das ist eine Anomalie des Barracudas. Habe ich schon. Damit will ich mir jetzt den Laderaum nicht voll machen. Rechts ist eine Insel, links ist eine Insel. Kenne ich die Insel eigentlich alle? Ja, die kenne ich alle tatsächlich. Das hier ist die neue. Richtig.
So, ein Wrack mit einem Edelstahlblech wäre toll. Das hier hatte ich schon mal geplündert, genau. Hier bin ich schon mal lang getuckert. Aber ob ich immer komplett rumgefahren bin, das ist so eine andere Frage. Nee, hier ist nix. Wir haben echt sehr lange kein Edelstahlblech mehr gefunden. Das ging Schlag auf Schlag. Und jetzt seit geraumer Zeit Ebbe. Also hier an der Insel sehe ich aber auch nichts Besonderes. Hm. Ich glaube, ich war hier schon mal. Aber jetzt war ich offiziell. So, und das ist die... Die da ist die... Letzte der dreien. Ich glaube, hier habe ich schon mal nachts vor diesem Geisterschiff halt gemacht. Was hier lang fuhr. Genau, das Wrack habe ich schon mal ausgenommen. Was ist denn hier? Was Neues zum Angeln. Zitrinring. Mhm. Holz, Schrott. Kann ich gerade alles nicht bunkern. Und Nacht wird es auch schon wieder. Also, die Insel habe ich auch. Bliebe jetzt am ehesten noch die da. Also, die würde ich jetzt noch mitnehmen. Also, grundsätzlich bei meiner Inselerkundung. Dann habe ich in der unteren Hälfte der Karte alle nicht zu einer Inselgruppe gehörenden Inseln. Ne? Meiner Ansicht nach. Ja, was Besonderes entdeckt habe ich da jetzt nicht mehr. Wo legen wir denn an? Schwarzfelsen ist es am nächsten. Nee, die alte Festung ist am nächsten. Da müssen wir hin, die ist schon mal so halbwegs in der richtigen Richtung für diese letzte Insel. Was ist denn das für ein Riesenfisch hier? Ach, der Geister wieder. Ja, den nehme ich mal mit. Vielleicht haben wir ja Glück und eine Anomalie kommt an die Wasseroberfläche. Das war schon wieder. Ach, ey, diese Fangstellen mit nur einem einzigen Fisch, das ist ja echt eine Bestrafung. Das war ich doch gar nicht. Eine Bestrafung. Da die Anomalie fischen zu müssen. Umso interessanter ist es, wenn man doch nachts was funkeln sieht. Lass mich in Ruhe. Mal, will ich gar nicht. Das? Das sieht jetzt aber anders aus, das Schiff. Moment mal. Was bist du für ein Ding? Achso, muss ich auch hupen? Ey, mach dich weg, du blödes Gewaber! Es ist wieder weg. Ich wollte mir das Geisterschiff jetzt anschauen, aber ihr seht, dass ich hier andere Probleme hatte. Und ich habe wirklich voll die Panik. Nee, warte mal. Ja, haben wir schon, egal. Wo ist denn die alte Festung? Die ist dort. Also, ich habe da ein Geisterschiff gesehen. Das sah eher aus so wie mein Töff-Töff. Und das, was ich jetzt gerade gesehen habe, das war ja eher so ein historisches Segelschiff. Oh je. Boah, ey, die Panik wird immer schlimmer. Eieieiei, was bist denn du für ein monströses Ding? Rumpf beschädigt. Oh, man sollte bei Panik nicht nachts durch die Gegend fahren. Schlafen! Mein armer Rumpf!
Das glaubt mir doch niemand, dass ich hier von seinem monströsen Vieh attackiert worden bin. Aber es ist nicht so schlimm. Ich will ja nur diese letzte Insel erkunden und dann kann ich wieder reparieren fahren. Wir werden bei der letzten Insel schon nicht so viel finden, dass ich unbedingt... den Frachtraum brauche. Bist aber echt ein bisschen gestresst in letzter Zeit, Fischerlein. Was ist das? Ein Ring. Nehme ich mit. Oh, ein Schuh. Ein schicker Stiefel. Ein großer und stabil wirkender Stiefel. Wassergetränkte Lederriemen sind durch glänzende Metallverschlüsse gezurrt. Also ein Lederstiefel übersteht doch einen längeren Aufenthalt im Meerwasser nicht. Und an der Insel ist echt kein einziges Wrack. Wirklich nicht. Diese komische schwarze Klumpen, ja, das sieht seltsam aus, aber scheint ja nichts zu sein, was ich untersuchen kann. Ja. Oh, Vorsicht, nicht andotzen. Diese Insel ist mehr oder weniger sehr unspektakulär. Okay, ja, was mache ich jetzt noch in der Episode? Ich werde nochmal auf Anomalie-Fischzug gehen. Ich sogar jetzt zurück zum Sternenbecken. Suche mir dann raus, von welchen Fischen ich noch Anomalien brauche. Zum Beispiel vom Hammerhai hier von. Oh, sogar einen besonders... Oh, wow! Trophäe. 2,97 Meter. Ein trophäenhafter, anomaler Hammerhai. Glotzhai. Auf fleischigen Stielen sitzen knollenartige Augäpfel, beständig Energie aus dem Körper saugend. Die Suche ist nie vorüber. Energie aus dem Körper saugend. Was für ein Schwachsinn. Was bist du hier für eine anomalöse Störung? Ah, nehme ich auch noch mit, weil ich es sowieso verkaufe. Ach, das ist nochmal der Blutschnapper, ja. Bringt Geld. Also, das war doch mal... Silber, ich weiß los hier. Moment, da komme ich eh sowieso nicht hin, da ist eh gleich Tag. Also, Tag ist in von Nacht. Gerade rein, rechts rum. Ich werde jetzt... hier gleich einen kleinen Schnitt machen. Und dann fange ich wieder an, Offcam nach Anomalien zu fischen, die ich mir dann vorher raussuche, welche ich denn da noch so brauche. Und das können auch Anomalien in den Gewässern der Markstädte sein. Stichwort Schwarzspitzen-Riffhai-Anomalie. Solche Geschichten. Ich werde aber keine neuen Fischarten fangen. Das machen wir alles gemeinsam. Und ich werde auch versuchen, mich von Ärger fernzuhalten, auch wenn es mir schwerfällt. Und dann seht ihr jetzt gleich, wie es weitergeht mit dem Anomaliefischen. Und da wird gemeldet, dass wir das letzte und nächste Buch gelesen haben. Das gucken wir uns gerade an. Das war hier fortgeschrittenes Fischen. Genau. Fischerei für Fortgeschrittene. Angelruten holen Fische 15% effektiver ein. Das haben wir jetzt als Perk und damit tauche ich wieder ab. Und da haben wir die erste Anomalie, den Klaffrachenhai, der anomale Vertreter des Schwarzspitzen-Riffhais. Ein mächtiger Leib, geteilt von einem riesigen, grinsenden Maul. Die Zahnreihen erstrecken sich bis in die Tiefen seines Rachens. Auch so ein Rachen der Tiefe.
wer hier wohl die Klappe weiter aufkriegt, unser Rachen der Tiefe oder dieses Ding? Naja, wir machen weiter. Oh, 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 ich bin schon wieder so lange draußen. Ah. Und hier die Anomalie des Grenadierfischs. Lecker anzuschauen. Ein erstarrter Grenadierfisch. Dann schmeißen wir den nicht erstarrten wieder weg. Das Fleisch dieses Bewohners der Tiefe hat sich in zähen Modder verwandelt, der ölige Gallertmasse absondert, die den gesamten Körper bedeckt. Also zäher Modder und ölige Gallertmasse. Das klingt lecker. Hat man gleich Bock auf den Fischburger. Und die Anomalie der Schlangenmakrelöse schlägt mit dem Schwanz um sich und schnappt zu. Ein Zischen dringt aus dem Maul und dann aus den brodelnden Wassern. Das ist eine Serpentinenmakrele. Mhm. Na, ich sollte für den Tag echt langsam Schluss machen. Oh, endlich der heilige Gral der Anomaliefischerei. Die Anomalie des Segelfischs. Sie sieht natürlich erwartungsgemäß hässlich aus. Es ist ein fahler Segelfisch. Eine kränkliche, fahle Färbung überzieht die Schuppen dieses normalerweise glatten und glänzenden Fischs. Trübe Augen verraten die Krankheit, die sich darunter ausbreitet. Welche Krankheit? Lass mich mal schauen. Hier. Ich musste 17 Segelfische fangen, bevor ich die Anomalie hatte. Das klingt so leicht, aber da man oft genug an einer Segelfischfangstelle nur einen einzigen Segelfisch fangen kann, also an zwei von drei kannst du genau einen fangen und an der dritten vielleicht zwei. Ja, das hat echt gedauert. Aber jetzt habe ich es. Gut. Jetzt wäre theoretisch noch der Geisterhai und der Mondfisch auf meiner Liste. Mal gucken, ob ich dafür noch Ausdauer habe. Und die Antwort lautet nein, ich habe keinen Bock mehr weiter nach Anomalien zu fischen. Vor allen Dingen, weil ich keine geeigneten Fangplätze für Geisterhai und Mondfisch mehr finde. Ich glaube, da müssen sich die Bestände erstmal erholen. Deswegen ist hier Schluss. Und weiter mit der ersten Fahrt in Richtung Windstrang geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!